Dare Litter, Groschler, Marim Roscher, aha. Seid gegrüßt! Endlich einmal etwas Frischfleisch zum Reden. Wenn sonst schon keiner mit mir redet. Ja, warum wohl? Alter, was ist denn das für eine Zwergenfrau? Wo ist denn der Bart und die tiefe Stimme? Und die Haare generell, außer die am Kopf. Ich grüße euch. Aber warum denn diese Worte? Was meint ihr damit, dass eure Schwestern nicht mal mit euch reden? Hä, Schwestern? Ach, Meister, damit will ich nicht auch noch euch den Tag verdunkeln. Ist eine Familienangelegenheit, die ich endlich mal mit meinen drei einfachen, nur dämlichen Schwestern klären müsste. Na, macht doch. Wo ist denn das Problem? Nicht jammern. Handeln. Mensch, hier, ich biete 5 Rinder für deinen Elefanten. Keine Ahnung. Ach, los. Könnt ihr es nicht wenigstens ganz grob verraten? Tratschgeschichten sind doch immer lustig. Doch, doch, ich interessiere mich sehr für Familiengeschichten, für jedes Detail. Na, dann hole ich mal aus. Obwohl, es ist auch einfach zu absurd. Wir 4 Schwestern sind uns Spinnefeind. Unsere selige Mutter hatte kurz vor ihrem Tod einen Anfall von Humor und hat uns 4 wundervolle Schmuckstücke vererbt. Doch verfügt, dass keine von uns ihr Lieblingsstück bekommt, damit wir endlich wieder miteinander reden. Tja, hat nur nichts genutzt, dieser Einfall. Die anderen 3 kriegen einfach nicht das Maul auf. Versteht ihr denn jetzt an der ganzen Sache? Jede von uns hat jetzt ein Schmuckstück, das sie mit Sicherheit nicht haben will. Und stattdessen begehrt jede von uns Schwestern eines, das eine der anderen hat. Und weil die anderen 3 mich nicht leiden können und auch keinen Sinn für Humor und Freude im Leben haben, wird das wohl auch noch die nächste 100 Jahre so bleiben. Welch ein Jammer, hättest du nur jemanden, der Taschendiebstahl kann. Aber wenn ich euch so ansehe, wollt ihr vielleicht versuchen, unseren Streit um die Schmuckstücke beizulegen? Ein Versuch schade nicht, ich versuche es gerne. Wenn ich es mir recht überlege, mag ich mich doch dem nicht Familienangelegenheiten erben. Ah, Quatsch. Vertauschte Erbstücke. Fein, ich bin gespannt, ob ihr es schafft. Das wäre ja wirklich ein tolles Ding. Ja, und ein tolles Ding gleichermaßen noch. Welch ein Spaß. Würdet ihr mir denn euer Erbstück anvertrauen, damit ich es euren Schwestern umtauschen kann? Hui, ihr kommt jetzt schnell auf den wunden Punkt, was? Ich wünsche mir den Armreif meiner Mutter wirklich sehr. Also riskiere ich es, wenn ihr mir als Zusicherung einen Pfand von 10 Dukaten überlasst. Schlagt ihr ein, das wird bestimmt wieder so ein Rätsel mit Umtauschen. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Probe überreden, Klattes. Ein Pfand? Das biete ich mir aber zu unterlassen. Das biete ich mir nicht an. Das ist doch nicht euer Ernst, Frau Zwerg. Sind meine Taten und mein guter Name nicht Garantie genug, dass ich kein Betrüger bin, geschweige denn eine Betrügerin bin? Also gut, darauf kann ich mich einlassen. Ich bin bald mit eurem Armreif wieder her. Aber wenn wir die Option haben. Juhu! Na gut, Pfand ist ja eh egal. Kriegen wir später wieder. Aber, na gut, haben wir halt die 10 Dukaten ist einfach mal gleich dabei. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Geld ist doch wunderbar. Wie doch jeder haben, muss man ja nicht verleihen. Ne? Ohne Zinsen, das ist ja schrecklich. Verzeiht, ihr habt natürlich recht. Euren guten Namen kann man vertrauen. Bitte, nehmt die Ohrringe und bringt mir den Armreif. Nun hoppa! Könnt ihr mir einige Fragen zu euren Schwestern beantworten? Ja, natürlich. Ich kann euch tolle Anekdoten von diesen verstockten Weibern berichten. Wie heißen eure Schwestern noch einmal? Sie heißen Tiota, oder Idiota, wie ich sie lieblich nenne, von Schwester zu Schwester. Felica und Faderlica. Was sind das für Namen? Ja. Unsere Mutter bei unserer Namenswahl ganz offenbar Humor bewiesen. Ja. Wisst ihr denn, welche Schwester welches Schmuckstück haben möchte? Giota möchte gern die Ohrringe haben, Felica die Halskette und Faderlica den Ring. Ich selbst wünsche mir den Armreif, das einzig wirklich wertvolle Schmuckstück, weil ihn Mutter immer trug, im Gegensatz zu den anderen Schmuckstücken. Wie war das mit den Erbstücken noch einmal?
Ich will die anderen Fragen fragen. Gab's da noch andere Fragen? Hey da! Schön, euch wiederzusehen. Ja, schön, mich wiederzusehen. Fragen. Ja, also. Wo kann ich eure Schwestern denn finden? Ihr glaubt wahrscheinlich, wir sind über das ganze Ambossgebirge verteilt, was? Aber nein, wir wohnen natürlich alle hier in Morolosch. Schaut euch einfach ein bisschen im Wohnviertel um, dann müsstet ihr sie finden. Schaut an den kriesgrämigsten, zurückgezogensten und krummeligsten Zwergenfrauen hier. Hahaha. Hoffentlich sind die nicht eine in der einen Ecke, die andere in der anderen, sondern recht kompakt beieinander. Da müssen wir nicht so viel laufen. Wieso seid ihr denn so zerstritten untereinander? Wäre es nicht am einfachsten, den Streit einmal beizulegen? Das ist auch so eine Geschichte für sich. Ich glaube, die erzähle ich euch einmal, wenn wir alle zusammen ein kühles Zwergenbier in der Taverne trinken und darauf anstoßen, dass sich alles zum Guten gewandt hat. Also, in 500 Jahren vielleicht. Ich bin ja so lustig. Ja, tschüss. War mir eine Freude. Grubenbauer, Cham. Ich bin gespannt, ob wir hier vielleicht auch wieder den, wie heißt denn der nochmal? Diesen einfahrenden Händler da. Runkelbörsenhauer, oder? Runkelbörsenhauer? Ah, den einen Händler da mit dem Korb, ob wir den wiederfinden werden hier in Morolosch. Weil sonst hatten wir den ja eigentlich auch überall gesehen, oder? Fast überall. Angrosch zum Gruße. Guten Tag. Angrosch zum Gruße. Wer seid ihr so? Ich bin Cham, Sohn des Tugabal. Einer der Grubenbauer, das sieht man doch hoffentlich. Ich bin verantwortlich für das Vorantreiben der Tunnelbauten. Dazu muss man ein gutes Gespür dafür haben, wie die Erdschichten aufgebaut sind und wo es sich zu graben lohnt, damit man Platz hat, damit man da Löcher reinmachen kann, weil man kann ja nicht überall ein Loch reinmachen. Ja. Schön. Hat sich ja gelohnt. So, wo sind denn die jetzt, hä? Noch hier im Wohnviertel. Hey, ja. Kohle, Stahl, hurra. Nein. Ah, wenigstens eine Truhe. Ich dachte, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Hoffentlich ist auch was Gutes drin. 20! Alter. Wird dann wahrscheinlich der erste wirkliche Dietrich, den wir so benutzen müssen, oder? 20. Ja, mach mal lieber mit dem Dietrich. Na also. Unbegehbarer Bereich? Ist ja gut. Ich gehe ja schon nicht durch. Aha. Im Moment scheint dieser Bereich nicht zugänglich zu sein.
Da geht's dann wahrscheinlich hin, wo dieses Siegel ist. Ja, da, da, da. Mit drohlicher Musik. Eine verschlossene Tür. Eine verschlossene Tür. Vielleicht findet sich später ein Schlüssel dafür. Aha. Warum auch immer. Werden wir dann wahrscheinlich noch sehen. Jetzt gucken wir erstmal. Da geht's raus. Angrosch zum Gruße. Guten Tag. Squire. Armbrust. Stollen. Falsch. Armbrust endet auf T und nicht auf ST. Ha. Gerecht also. Tunnel. Lugosch. Zählen Namen denn überhaupt als Wörter, hä? Eigentlich schon, oder? Natürlich sind Namen Wörter. Was denn sonst? Also, Lugosch. Na gut, na gut. Das endet auf... Hartholz, Trennholz. Was? Naturhüllenerkundungstrupp. Ja, jetzt muss aber langsam... Befestigungsholz. Sargenerweiterungswerkzeug. Gruftasseln, Augenaushöhler. Seitenverstärkungsstreme. Erdhub-Abraumlagerstätte. Enkeltochter Geburtstagsfeierkuchenstück. Was? Kreuzverstrebungsmittelstein. Nietenlederwams. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Es werden die. Squire. Ah, okay. Armbrust. Haben wir schon gedacht, weil die Wörter jetzt wieder kürzer werden, fängt es wieder von vorne an. Falsch. Ich will mitmachen! Geroschem, Drachentöter, was gibt es? Und was macht er denn da? Vielleicht können wir ja wirklich mitspielen. Hört man das nicht? Wir vertreiben uns die Zeit unseres Wachdienstes mit einem Wortspiel. Bei uns Zwergen kann Wachdienst lang werden. Sehr lang. Sehr, sehr lang. Weil niemand uns angreifen will, weil wir einfach so stark sind. Außerdem sind wir fabulous. Wohin führt denn dieses Portal? Das ist der Ausgang zum Kosch. Geht einfach hindurch, wenn ihr wollt. Ihr seid dann schließlich Ehrengast und dürft kommen und gehen, wie ihr wünscht. Es ist gefährlich da draußen. Also früher mal, da gab es da draußen reichlich Goblins, Orgen und einen fiesen Drachen. Aber dann hat jemand, der genauso aussieht wie ihr, dem gewürbenden Chaos gemacht. Mit anderen Worten, ich wüsste nicht, was euch da draußen noch gefährlich werden sollte. Ja. Geroschen, Lugosch. Ich will mitmachen. Zählen Namen denn überhaupt? Ich will mitmachen. Und er ist nicht raus. Namen, Wörter, was denn sonst? Also, Lugosch. Lugosch. Na gut, na gut. Hartholz. Trennbolzen. Huch. Wir sind also über die ganze Karte verteilt. Ja, super. Steiger Fenmural. Garage. Tretet doch näher. Na, Herr Steiger, schon einen Schatz gefunden? Oder wo noch grabt ihr hier so? Woher kenne ich den denn bitte? Warum weiß ich seinen Namen? Ihr interessiert euch für Bergbau. Findet ihr nicht auch, dass es kaum eine erfüllendere Arbeit geben kann, als sich in der Dunkelheit der Erde durch das Gestein zu graben? Hier stoßen wir Angrosch mit den Schoß der Erde vor. Nirgends fühlt man Angroschs Atem mehr als hier unter den Bergen. Die tiefen Gesteine strahlen seine Macht aus, dass einem der Atem stocken mag. Ja, spürt er es auch? Ja, jetzt wo er es erwähnt, spüre ich es auch. Ich könnte für immer hier unten verweilen. Oh, Hallöchen. Wer läuft denn da? So. Die Masse an Stein und Erde drückt mich eher. Ich werde froh sein, wenn ich endlich wieder Sonnenlicht sehe und frischen Wind atmen kann. Ach. Ah, wir sind mal nett. Wir können ja nicht hier ankommen und gleich alles in Grund und Boden raten. Raten. Das macht in gewisser Weise sogar irgendwie Sinn. Ne? Wegen bewerten.
Und dann mit dem Schlechten machen und so. Da könnt, also wenn jemand von euch Philosophie studiert hat, dann denkt da bitte mal drüber nach. Ich will jetzt gar nicht näher ins Detail gehen. Es ist wundervoll und erfüllend, nicht wahr? Wer würde woanders leben wollen, wenn er hier leben kann? Ach ja. Aber kann es euch vielleicht noch irgendwie helfen? Nein, danke. Nein, danke. Kann ich den vielleicht nochmal anquatschen, deswegen? Keine Angst, Garaschmox. Ja, so geht es vielen Luftrauchern. Den Odem Angrosch können eben nur wir Zwerge atmen. Obwohl es mich ein bisschen traurig stimmt, dass euch seine mächtige Anwesenheit nicht in Ehrfurcht und Zuversicht sieht. Ja, ja, ja. Oh, wie schlimm. Muss ich gleich weinen. Oh.